Das ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken. Welche Wahrheit? Uns wird eingeredet, dass wir frei seien, damit wir nicht rebellieren. Die Tatsache ist, dass wir unter einer sehr machtvollen Tyrannei leben, aus der wir jedoch entkommen können. Dies natürlich nur, wenn wir a. wissen, was vor sich geht und b. etwas tun. Diese Kombination bringt es zu einem Ende. Alles andere als diese Kombination erlaubt, dass es fortgeführt wird und unser Leben kontrolliert wird. Dass du ein Sklave bist, Neo. Du wurdest in die Sklaverei geboren und lebst in einem Gefängnis, das du weder anfassen noch riechen kannst. Eines der Dinge, die ich begann zu erörtern, weil sie zu mir kamen, war, wie leicht Menschen akzeptieren, was ihnen als Realität vorgeführt wird, ohne innezuhalten und sich zu fragen, wie denke ich darüber, was mir erzählt wird? Die Matrix ist ein System, Neo. Dieses System ist unser Feind. Was aber siehst du, wenn du dich innerhalb des Systems bewegst? Geschäftsleute, Lehrer, Anwälte, Tischler. Die mentalen Projektionen der Menschen, die wir zu retten versuchen. Bis es dazu kommt, sind diese Menschen immer noch Teil des Systems und das macht sie zu unseren Feinden. Du musst wissen, dass die meisten von ihnen noch nicht so weit sind, abgekoppelt zu werden. Viele dieser Menschen sind so angepasst und vom System abhängig, dass sie alles dafür tun, um es zu schützen. Ein Gefängnis für deinen Verstand. Stark beeinflusst von C. Wright Mills klassischem Werk The Power Elite von 1956, hat die neuere Marktstrukturforschung sich ein idealtypisches Modell mit 4 konzentrischen Kreisen zu eigen gemacht. Im innersten Kreis finden wir die globale Geldelite. Die reichsten Individuen, Familien oder Clans mit einem Vermögen deutlich über 1 Milliarde Euro. Die CEOs großer transnationaler Konzerne und die größten internationalen Finanzmagnaten bilden den zweiten Kreis. Sie beschäftigen sich vor allem damit, den Reichtum des innersten Kreises und damit ihren eigenen zu mehren. Die wichtigsten internationalen Politiker, einige noch in Regierungsfunktionen, andere als Berater im Hintergrund und in internationalen Institutionen, bilden zusammen mit den Medienmogulen und Spitzen des Militärs den dritten Kreis. Diese im engeren Sinne politische Klasse hat 2 Aufgaben. Sie muss die Verteilung des gesellschaftlichen Produkts so organisieren, dass so viel, wie es die jeweilige Machtbalance zulässt, hin zu den beiden inneren Kreisen transferiert wird. Und sie muss den politischen Zirkus einer vermeintlich pluralistischen Demokratie mit der erforderlichen Legitimität absichern. Im vierten Kreis finden wir die Spitzen der Wissenschaft, Klatschaffen, Klaköre und Sprechtüten des militärisch-kriminellen Komplexes, Rechtsanwälte zuweilen auch, prominente Schriftsteller, Stars aus Film und Musik, Künstler, wenige Vertreter von NGOs oder der Kirchen, ein paar Spitzenkriminelle. Kurz alles, was die Angehörigen der inneren Kreise für ihre Dekoration schätzen. Sie genießen den Zugang zu den Mächtigen, sind gut bezahlt und werden alles dafür tun, diese Privilegien nicht zu verlieren. Herr Präsident, ich möchte den großen amerikanischen Philosophen Murray Rothbard zitieren. Er sagte, dass der Staat eine Institution des Diebstahls ist, wobei Politiker und Bürokraten über Steuern das Geld ihrer Bürger stehlen, um es dann auf die schändlichste Weise zu verschleudern. Dieser Ort hier bildet keine Ausnahme. Ich finde es faszinierend und kann es kaum glauben, wie ihr keine Miene dabei verzieht, wenn ihr über Steuerflucht redet. Die gesamte Kommission und die damit verbundene Bürokratie zahlt keine Steuern. Ihr bezahlt keine Steuern wie gewöhnliche Bürger. Ihr habt alle möglichen Sonderregelungen, zusammengesetzte Steuersätze, hohe Steuerschwellen, beitragsfreie Pensionen. Ihr seid die größten Steuerhinterzieher in Europa und trotzdem seid ihr hier am Predigen. Du fühlst es schon dein ganzes Leben lang, dass mit der Welt etwas nicht stimmt. Du weißt nicht was, aber es ist da, wie ein Splitter in deinem Kopf, der dich verrückt macht. Dieses Gefühl hat dich zu mir geführt. Wir haben wieder Vertrauen zu unserer politischen Führung. Wir sind optimistisch, was unsere gemeinsame Zukunft betrifft. Es läuft alles auf unsere Fähigkeit hinaus, Dinge zu akzeptieren. Wir brauchen keinen Pessimismus. Aus Illegalität Legalität zu machen und dafür mit aller Kraft einzustehen, ja. Weißt du, wovon ich spreche? Nimm das Recht weg. Von der Matrix. Was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande? Und wenn die Leute eure Nummer herausfinden, wird es nicht mehr lange dauern, bis sie diesen Saal stürmen und euch aufhängen werden. Und sie werden im Recht sein. Möchtest du wissen, was genau sie ist? Die Matrix ist allgegenwärtig. Sie umgibt uns. Selbst hier ist sie, in diesem Zimmer. Du siehst sie, wenn du aus dem Fenster guckst. Oder wenn du den Fernseher anmachst. Die Eliten sind gar nicht das Problem. Die Bevölkerung sind im Moment das Problem. Du kannst sie spüren, wenn du zur Arbeit gehst.
oder in die Kirche. Und wenn du deine Steuern zahlst. Regiert sein heißt, unter polizeilicher Überwachung stehen, inspiziert, spioniert, dirigiert, mit Gesetzen überschüttet, reglementiert, eingepfercht, belehrt, bepredigt, kontrolliert, eingeschätzt, abgeschätzt, zensiert, kommandiert zu werden. Durch Leute, die weder das Recht, noch das Wissen, noch die Kraft dazu haben. Regiert sein heißt, bei jeder Handlung, bei jedem Geschäft, bei jeder Bewegung versteuert, patentiert, notiert, registriert, erfasst, taxiert, gestempelt, vermessen, bewertet, lizenziert, autorisiert, befürwortet, ermahnt, behindert, reformiert, ausgerichtet, bestraft zu werden. Es heißt, unter dem Vorwand der öffentlichen Nützlichkeit und im Namen des Allgemeininteresses ausgenutzt, verwaltet, geprellt, ausgebeutet, monopolisiert, hintergangen, ausgepresst, getäuscht, bestohlen zu werden. Schließlich, bei dem geringsten Widerstand, beim ersten Wort der Klage, unterdrückt, bestraft, heruntergemacht, beleidigt, verfolgt, misshandelt, zu Boden geschlagen, entwaffnet, geknebelt, eingesperrt, füsiliert, beschossen, verurteilt, verdammt, deportiert, geopfert, verkauft, verraten und obendrein verhöhnt, gehänselt, beschimpft und entehrt zu werden. Das ist die Regierung. Das ist ihre Gerechtigkeit, das ist ihre Moral. Uns wird beigebracht, dass nur Dumme und Verrückte Autorität herausfordern. Das Gesetz ist der heiligste Gral der Kultur. Geisteskrankheit ist nicht die Unfähigkeit, Wirklichkeit wahrzunehmen. Es ist die Ablehnung der Realität zugunsten des künstlichen Konstruktes der Tyrannei. Kein Mensch, der die Fülle des eigenen Wertes versteht, würde jemals die Idee akzeptieren, dass jemand das Recht hat, über ihn zu herrschen. Es ist die Funktion der Kultur, die Augen der Menschen zu blenden, damit sie ihren eigenen Wert nicht erkennen und ihre Ohren vor jeder Stimme verschließen, die ihnen davon erzählt. Wenn der kulturelle Einfluss auf seinem Höhepunkt ist, verwüstet der Wahnsinn den Geist des Menschen. Gehorsamkeit ist das wichtigste Element der Autorität und Autorität will keine Möglichkeit der Rebellion. Die Definition von Wahnsinn ist blinder Gehorsam. Jeremy Locke aus Ende des Bösen. Was ist die Matrix? Kontrolle. Die Matrix ist eine computergenerierte Traumwelt, geschaffen, um uns unter Kontrolle zu halten. Das Ziel ist die Verwandlung des Menschen. In das hier. Wer setzt die Fragen in Examen? Der Status quo. Wer entscheidet, was die richtigen Antworten sein werden für diejenigen, die das Examen bestehen? Der Status quo. Wenn wir dem Status quo nicht geben, was er hören will, wachsen wir nicht in ihm. Das ist eine sehr machtvolle Motivation, dem Status quo zu geben, was er hören möchte, und dies so in die nächste Generation weiterzutragen. Und dies geschieht in unserem Erziehungssystem durchgehend. Die Schule ist ein raffiniertes Herrschaftsmittel des Staates. Geschaffen, um von Kindesbeinen an alle Staatsangehörigen an Gehorsam zu gewöhnen, ihnen die Suggestion von der Notwendigkeit des Staates in Fleisch und Blut übergehen zu lassen, jede Emanzipationsidee im Keime zu ersticken, die Entwicklung ihres Denkens in wohlgehegte Bahnen zu lenken und sie zu bequem regierbaren, demütigen Untertanen zu drillen. Das Staatsschulwesen als verordneter Zwang ist ein Relikt aus einer antidemokratischen Epoche. Staatsschule bedeutet, dass alle das lernen müssen, was wenige wollen. Staatsschule wird zum Ex-Erzieherfeld für Gehorsam und Einordnung und fördert Uniformität in einer pluralen Gesellschaft. Der bekannte Schulkritiker und Lehrer John Taylor Gatto benennt als die wirklichen Lehren der Schule 7 Lektionen. Verwirrung des Schülers, Wecken von Klassenbewusstsein, Erziehung zur Gleichgültigkeit, Herstellung intellektueller und emotionaler Abhängigkeit, Schwächung des Selbstbewusstseins und Gewöhnung an dauernde Überwachung. Die Schule verdamme die meisten Menschen zu niederen Bausteinen in einem pyramidalen Gesellschaftsmodell. In Kollaboration mit dem Fernsehen werde den Kindern durch Beschulung die Zeit gestohlen, die sie zur Ausbildung einer einzigartigen Persönlichkeit benötigen, wodurch ein Erwachsenwerden verhindert werde. Die Schule habe den Lehrplan Familie mit den Bestandteilen Privatheit, Unabhängigkeit und sozialem Leben ersetzt. An dessen Stelle sei die Fabrikschule getreten, ein Gefängnis für Kinderseelen, dass soziale Beziehungen zu Netzwerken fragmentiere und dass man nicht überstehe, ohne Schaden zu nehmen. Die Okkupation der Schule durch den Staat behindert die individuelle Selbstbestimmung und Freiheitsrechte der betroffenen Schüler. Das heißt, Schule als Staatsschule wurde zu einer antidemokratischen Institution. Schulisches Lernen an Staatsschulen heißt heute immer noch Drill und ist die Basis staatsloyaler Gesinnung. Die Schule wird zur Kaserne. Pädagogisches Handeln wird zum Vollzug von Lehrplänen und verliert seine eigentliche pädagogische Legitimität. In Schulen lernen die Kinder vor allem, das System zu akzeptieren, für Papiergeld zu arbeiten, die Regierung nicht zu hinterfragen. Sie lernen nicht, Frieden zu stiften, zu vergeben, hilfsbereit zu allen Menschen zu sein und schon mal gar nicht Weisheit. Sie ist eine Zuchtstation, um das zukünftige Arbeitsvieh der Eliten zu systemtreuen Marionetten zu erziehen.
In den Ebenen dieses Systems werden wir ermutigt, das ist das positivste Wort, das ich dafür nutzen kann, vorgegebenen Arten des Denkens zuzustimmen. Bitte hör zu. Hörst du mir zu, Neo? Oder siehst du der Frau in dem roten Kleid nach? Ich war... Sieh sie dir an. Unterwirf dich, schlaf weiter, sieh fern, kaufe. Sie verkauf, unterwirf dich, schlaf weiter, sie verkauf. Es ist nicht außer Kontrolle, sondern das Land wird von Sicherheitsbehörden geleitet. Und die Zeit ist schon längst überfällig, an der wir aufhören müssen, mit der Manipulation zu kooperieren, die uns und unsere Kinder versklaven und gefangen halten will. Das hier ist die Welt, die du kennst. Das ist das, was wir normalerweise von Nordkorea sehen. Gewaltige Paraden, Heerscharen von Menschen, ein Volk von dressierten Puppen, die sich einem totalitären und waffenversessenen Regime komplett unterworfen haben. Einer der eindrucksvollsten Momente am Ende der Zeremonie. Jugendliche singen voller Inbrunst die Marseillaise. Und nun vertauschen wir die Tonspuren. Sehen gewaltige Paraden, Heerscharen von Menschen, ein Volk von dressierten Puppen, die sich einem totalitären und waffenversessenen Regime komplett unterworfen. Einer der eindrucksvollsten Momente am Ende der Zeremonie. Jugendliche singen voller Inbrunst die Marseillaise. Du hast bisher in einer Traumwelt gelebt, Neo. Das ist die Welt, wie sie heute existiert. Dieses System bloßzustellen ist eine Pflicht. Und das zu tun, erfüllt mich mit Stolz. Und ganz ehrlich, ich entschuldige mich für den primitiven Ton in meiner Rede, aber fickt euch alle, ihr sogenannten guten Menschen vom linken und rechten Flügel und aus der Mitte, die ihr heute die Stiefel der korrupten Mächte leckt. Ich saß also am Tisch und wir haben gerade das Dinner beendet und aßen das Dessert. Und wir hatten das prächtigste Stück Schokoladentorte, das sie jemals gesehen haben. Und der chinesische Präsident hat es genossen. Ich bekam die Nachricht von den Generälen, dass die Schiffe geladen und entsichert sind und wie ich mich entscheide. What do you do? Ihr kriegt von dem Kuchen auch ein Stück ab. Und das wollt ihr doch, das weiß ich, ehrlich, das will doch schließlich jeder. Und sowas tust du deinen eigenen Leuten an. Was ist daran so schrecklich? Wir verkaufen uns alle Tag für Tag, dann können wir auch gleich auf den richtigen Zug aufspringen. Wenn alles in der Gesellschaft nur mehr nach monetären Wert gemessen wird, was bleibt dann als menschliche Qualität über? Nicht mehr viel. Die pessimistische Variante der Antwort heißt, kaufen Sie Handfeuerwaffen und Konservendosen. Willkommen in der Wüste der Wirklichkeit. Immer wieder fällt uns auch auf, dass wir in einem Land leben, das tiefkrank ist. In einer Landschaft der Lüge. Und es gibt Menschen jeder Bildungsstufe, die lügen bis zum Letzten. Jeder spielt seine Spielchen und sie wissen das. Sie wissen das besser als alle anderen. Fickt euch alle, ihr Führer, die ihr mit euren Bomben spielt, wie Kinder auf dem Spielplatz. Fickt euch, die ihr vorgebt, Demokraten zu sein, während ihr nichts weiter als erbärmliche Kriminelle seid. Und ich habe auch nicht viel Respekt für diese Journalisten, die die Frechheit besitzen, die Gegner dieser Politik als geistig Behinderte zu titulieren, obwohl sie eigentlich sehr gut wissen, dass diese Gegner recht haben. Es ist schon erschreckend, wie viele vernünftige Menschen tatsächlich glauben, dass wir hier regelmäßig Grundlinien unserer Berichterstattung mit den Mächtigen in Berlin absprechen. Was enttäuscht dich an der Gesellschaft so sehr? Oh, ich weiß nicht. Liegt es daran, dass es da draußen eine mächtige Gruppe von Leuten gibt, die im Geheimen die Welt regieren? Die Typen, die ohne Erlaubnis Gott spielen? Oder vielleicht daran, dass wir von morgens bis abends in Schulen, in den Universitäten mittels Massenmedien und von den Gaunern aus der Politik nach Strich und Faden belogen werden? Vielleicht liegt es auch daran, dass wir in einem Papierfalschgeldsystem leben, das nichts weiter als ein großer Schwindel ist und uns in Hamsterrädern gefangen hält, die uns als Karrieremachen vorgelogen werden. Oder liegt es daran, dass wir kollektiv dachten, Steve Jobs sei ein großartiger Mann, auch wenn er Milliarden auf dem Rücken von Kindern machte? Oder vielleicht ist es das. Es fühlt sich an, als seien alle Helden platzierte Fälschungen. Die Welt an sich ist ein großer Schwindel. Viele Menschen müllen sich gegenseitig mit Kommentaren zu unwichtigem Bullshit voll und maskieren ihr Inneres. Oder liegt es daran, dass wir all dies so gewählt haben, nicht mit unserer Stimme bei einer Wahl, sondern mit unseren Sachen, unseren Besitztümern, unserem Geld? Wir alle wissen, warum wir das tun. Wir wollen ruhig gestellt werden, da es zu schmerzhaft ist, wenn wir uns nichts vorspielen. Wir sind Feiglinge. Ellen. Ellen, du sagst ja gar nichts. Was ist los? Nichts.